Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adrenaline Just Soy. Ja, wir waren ein bisschen dämlich und zwar bin ich da jetzt den ganzen Weg zurückgerannt, obwohl da ein Shortcut wohl drin steckt. Weil ich habe jetzt nachgeschaut, wo das sein soll. Also wir müssen den ganzen Weg jetzt wieder zurück. Yay! Leveling, das nichts bringt! Ja. Passiert. So. 10 am. Wenigstens ist es unter dem Tag. Das war auch viel schöner. Also ich kenne das Spiel nicht, aber irgendwie hat das diese Kampfanzeige was von Pokémon. Bisschen, nur das sind keine Pokémon, das sind meine Gildenmitglieder. Also es geht praktisch in dem Spiel darum, eine Karte zu bilden. Das ist so ein. Ja, hier Gegner zu bekämpfen, Karte zu bilden und am Ende das Geheimnis des Labyrinths herauszufinden. Also es hat was von Story, RPG, also schon wieder genau meins. Und ein bisschen was von Leveling. Aber wir haben jetzt die Leveling-Schwierigkeit runtergestellt, weil uns das ein bisschen sehr angekotzt hat. Weil wir sonst nichts anderes mehr tun würden als leveln. Und ja. Ach so, okay, ja. Aber es ist ein süßes Spiel und wir werden auch noch mal ein paar Gildenmitglieder brauchen. 4 Stück, um genau zu sein. Und für die bräuchte ich auch noch Namen. Aber vielleicht fällt uns sowas spontan wieder ein, wie Zelda, Link, Pupuri. So. Nette Namen. Ja, habe ich mir selber ausgedacht. Ja. Ich könnte euch mal so ein bisschen wieder darüber informieren, was ich so vorhabe, in nächster Zeit zu spielen, weil das immer viele interessiert. Also, wenn wir jetzt halt hiermit fertig sind, ich glaube, 35 ist die letzte Ebene. Dann kann man sich ausrechnen, wie lange wir noch brauchen. Wir sind jetzt halt, glaube ich, unten bei 16. Nee, wir sind noch nicht bei 16, wir sind bei 11. Wir sind bei 11. Dann haben wir, ja, fast die Hälfte. Also ich denke noch 2 Wochen ungefähr, dann sind wir vielleicht durch mit den Spielen, dann können wir zu Weihnachten was Neues spielen. Und wenn da das Update von Portia noch nicht draußen ist, was ja angekündigt wurde, könnte die Wahl sogar auf Zelda Twilight Princess fallen, weil das auch ein Spiel ist, was ich mit Weihnachten in Verbindung bringe. Und Leila, hast du dir auch ausgedacht, oder? Ja, klar. Irgendwo musste ich ja dabei sein. So. Ja, also ich denke halt tatsächlich, dass wir Weihnachten spätestens durch sind mit dem Spiel und dann spielen wir was anderes. Und Sandrock ist eben noch zu früh. Und jetzt ist halt die Frage, ob wir dann weitermachen bei Portia ohne das Update. Vielleicht kommt das Update auch raus und interessiert mich die Frage nicht. Oder ob wir dann vor Trials of Mana noch was anderes spielen, weil Trials of Mana wird ja unser Silvesterprojekt so ungefähr. Freust du dich auf Weihnachten? Ich freue mich darauf, Ferien zu haben, aber ich musste meine Seminararbeit schreiben, deswegen wird es nicht allzu chillig. Also ich habe tatsächlich schon recht viel von der Arbeit. Ich muss das Ganze halt nur nochmal überarbeiten, Fazit schreiben und so. Aber ich darf KIs nutzen, ist auch zum Überarbeiten und deswegen ist alles cool. Und dann hoffe ich halt irgendwie, dass ich das auf 2 Tage oder so rumkriege. Könnte ich mir nämlich gut vorstellen, weil es ist nicht mehr viel. Ich muss nur noch mein Fazit wirklich schreiben und dann so ein bisschen was. Und ansonsten Weihnachten, ich feiere das eigentlich nicht. Also keine Ahnung. Früher als Kind war ich immer mega hyped auf Weihnachten, aber seit schon so ein paar Jahren interessiert mich das ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob da jetzt halt Weihnachten ist oder ob da was anderes ist. Ich freue mich eigentlich immer mehr auf Silvester, dass ich rumböllern kann. Ich finde Silvester cooler als Weihnachten. Weihnachten ist für mich echt ein scheiß normaler Tag.
Also ich freue mich halt frei zu haben. Das ist halt das, worauf ich mich freue. Aber ansonsten, ich habe letztes Jahr an Weihnachten oder am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich mein Fachreferat geschrieben. Also seit ich alleine lebe, fahre ich auch nicht mehr. Aber als Kind war das immer voll schön, ja. Also als Kind war ich da auch mega hyped von Weihnachten. Also wirklich, da gab es nichts Geileres als Weihnachten. Es war irgendwie voll schön immer und ich denke mir einfach so, ich weiß nicht warum. Inzwischen, also es interessiert mich gar nicht. Also Weihnachten ist für mich einfach so, ja geil. Am Vortag habe ich noch arbeiten müssen, jetzt habe ich 2 Wochen frei und dann chill ich einfach. Und das wird dieses Jahr nicht anders aussehen. Jetzt gehen wir als erstes gleich mal nach oben, weil ich habe irgendwie. Oh. Ich habe einen Schlitter entdeckt. Ich habe ein Gefühl irgendwie, dass wir nach unten weiter müssen. Sind es echt lauter Tore? Ich habe keine Ahnung, was uns übrigens hinter den Toren erwartet. Okay, war das schon wieder ein Tor? Ja. Ich wollte ja gerade ein Tor hinziehen, okay? Hätte man ganz kurz warten können, bis ich da mein Tor hingezogen habe. So, Tor. Boah. Oh, wenn ich da jetzt überall rein muss, ich glaube, ich drehe durch. Ein Fangblatt. Was für ein aufregender Gegner. So. Können wir es, glaube ich, erstmal. Okay, da ist ziemlich viel. Okay, hier ist nichts. Ist cool. Ja, dann gehen wir jetzt mal Türchen für Türchen ab, würde ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass ich Heilige Abend noch einfach streame. Das fände ich auch eine schöne Idee. Vielleicht nicht ganz nachts, weil nachts bin ich, glaube ich, dann feiern. Ja. Ich werde wahrscheinlich nichts trinken. Ich habe zurzeit null Bock auf Alkohol. Das ist so krass. Ich weiß nicht, ob es daran wirklich lag, dass ich im August dann mal so übertrieben habe, obwohl ich da auch nicht übertrieben habe. Das kommt einfach durch meine Allergie, aber. Also ich habe was getrunken, auf das ich allergisch bin scheinbar und dadurch ging es mir halt am nächsten Tag voll scheiße. Aber ich habe keinen Bock mehr irgendwie feiern zu gehen. Das ist so krass geworden. Früher wirklich so, keine Ahnung, da hätte ich mich, wenn ich die Chance gehabt habe, auch nur in den Club zu gehen, da wäre ich sofort da gewesen. Und jetzt halt irgendwie so, ja, okay, feiern muss nicht sein. Und so Alkohol erst recht nicht. Also ich gehe dann teilweise in den Club und bin halt einfach nüchtern. Das ist auch cool einfach. Du erlebst einfach die Abgründe der Menschheit, weil du die einzige nüchterne Person bist. Gestern zum Beispiel. Gestern wieder in den einen Club, da wo ich ja immer bin. Und okay, da muss ich jetzt dann aber noch eins mehr wegschmeißen, weil wir eine Schatztruhe von uns haben. Und ich war halt einfach nüchtern. Das war interessant. Ja, öffnen. Stunout. Dann gehen wir mal weiter. Alkohol ist auch nicht so wichtig, kann man schon mal zwischendurch machen, aber jedes Wochenende ist echt hart. Ich habe halt ohne Scheiß seit, wann war das? August? Also es war so Mitte August, habe ich kein, also habe ich höchstens noch mal einen Cocktail getrunken oder so oder einen Stammperl mal, aber ich habe mich da nicht mehr irgendwie abgeschossen. Ich denke mir halt immer so, ja, ich trinke lieber das alkoholfreie Zeug. Und das ist halt jetzt schon ein Dauerzustand irgendwie. Ich dachte halt das erste so, oh, ich habe einen Gegner gefunden, ein Schnitter. Ganz schwerer Gegner, ganz, ganz schwerer Gegner. Aber ja, ich glaube, es kam einfach dadurch, dass ich da übertrieben. Also ich habe eigentlich nicht übertrieben. Ich habe an dem Tag 2 Cocktails getrunken. Und dann habe ich halt so eine halbe Flasche, eine Viertel der eigentlich. Meine Freunde haben mitgetrunken und hinter mir steht noch die halbe Flasche. Und ich habe am nächsten Tag in der Früh, ich habe mich so übergeben müssen. Das war so schlimm scheinbar für mich. Also ich weiß noch, ich war halt so richtig müde. Ich konnte nicht mehr. Und ich musste mich halt dann dauernd übergeben und mir ging es halt übel schlecht. Aber es kam nicht von Alkohol, sondern weil ich einfach auf das Ficken allergisch bin, weil ich eine Histaminallergie habe. Und
Das ist wohl ein Likör, auf den ich sehr stark reagiere. Passiert. Und wenn man da schon mal eine viertel Flasche trinkt, dann kotzt man ein bisschen. Einfach jetzt austrinken und schauen, ob es daran lag. Nee, ich habe richtig Panik. Ich kann das nicht mehr trinken. Ich habe da richtig Schiss vor. Weil es ging mir halt richtig beschissen. Hallöchen, wen haben wir denn da? Ein Schnitterchen. So. So, öffnen. Hat das gleiche mal mit Wodka. Okay, kannst wieder Wodka trinken. Aber du hast wahrscheinlich Wodka wirklich in Übermaßen halt getrunken oder halt mehr halt als den Körper vertragen hat. Bei mir lag es halt wirklich daran scheinbar, dass da irgendwie was, also dass da halt Histamin drin war und ich halt das nicht vertrag. Und dadurch, dass ich das halt so ein bisschen in größerem Maßen getrunken habe, glaube ich, dass das dann so extrem war. Hätte ich wahrscheinlich so zwei Shots weniger getrunken, dann hätte ich das jetzt nicht das Problem. Okay, hier geht es, glaube ich, noch nicht rüber, weil hier kann man dann irgendwo abkürzen. Das würde ich auch gerne tun, dann kurz halt verkaufen, speichern, weil dieser Gegner, der dann kommt, der ist halt richtig beschissen. Ist das ja? Ja, ich habe die Abkürzung. Gut. Wow, ich komme nicht mehr zurück, lustig. Das ist richtig beschissen. Das heißt, ich darf den ganzen Weg nochmal gehen. Really? Nein! Okay, ich hole mal meinen Faden und gehe hoch, dann verkaufe ich das Ganze und dann gehen wir dann nochmal hin. Wir haben ja heute Zeit. Ich habe auf jeden Fall übertrieben. Ja. So, wir müssen mal kurz wieder verschirbeln. Einfach alles weg. Das bringt kaum Geld. Das weiß ich jetzt schon. Wir werden dann auch nichts freischalten, einfach weil wir das ganze Zeug schon hatten. Doch, für ein Eberschwert können wir herstellen, was? Okay, der ist halt kacke. So, vom Geldranking her war der ungefähr hier. Okay, dann speichern wir nochmal. Und dann gehen wir wieder los. Okay, zweites Feld. Und dann geht's wieder nach oben. Ach ja. Ich wünsche, ich kann mich hier irgendwie porten. Oh nee, jetzt muss ich den ganzen Weg da wieder außen rum. Nein. Ich bin den Weg heute schon zu oft gelaufen. So. Die sind erledigt. Ah, wie vollständig auf einmal die Karte aussieht. Das ist auch lustig. So. Ja, ich kann ein paar lustige Stories eigentlich aus dem Club gestern erzählen, weil die wirklich, ich habe mir teilweise wirklich gedacht, so bin ich hier gelandet. Also ich war halt da mit Freunden, die mit mir arbeiten, eine Arbeitskollegin an den Tag krankgeschrieben, abends im Club. Und mir so, würde ich mich persönlich jetzt nicht trauen, aber ist ihr Ding. Ja, dann, hat sie gemeint, sie trinkt nicht. Und war dann die Fäuste von allen. Dachte ich mir auch so cool. So. Und dann war. Was war dann genau? Dann kam so ein Typ, der hat sich einfach zu uns gesetzt. Und der meinte einfach so, ja, er ist Hooligan. Und dann dachte ich mir so, ja, cool, danke für die Info. Was erzählst du mir das jetzt? Richtig komischer Typ schon wieder.
dann war ich einfach so, ja, cool, dann geh einfach weg von mir, stress mich nicht an, lass mich in Ruhe. Und dann habe ich auch noch gefahren, der ist Stuttgart-Fan, dann dachte ich mir so, ja, das könnte Stress geben. Ja. Einfach petzen, nee. Die ist Azubi und ich weiß, dass die, glaube ich, nicht übernommen wird. Das macht keinen Sinn. Und es wäre halt scheiße, wenn ich sie halt verpetzen würde, weil dann, ja, macht man nicht. So, dann würde ich aber sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Adrian oder so. Bis dahin, bye.